Wunderbare Fragen bekomme ich von euch, meine Lieben. Schau, wenn es unser Universum schon seit 14 Milliarden Jahren gibt, wieso gibt es überhaupt noch so viele radioaktive Elemente, wenn sie doch theoretisch schon zu 99,9% zerfallen sein müssten? Zugegeben klingt 99,9% nach einer sehr präzisen Einschätzung. Vielleicht hat unser Zuschauer oder Zuschauerin eine theoretische Berechnung gemacht, die ich noch nicht nachvollziehen kann. Die Frage ist dennoch wunderbar. Woher kommen radioaktive Elemente? Warum gibt es so viele? Wie findet radioaktiver Zerfall statt? Ist Kernzerfall rein zufällig oder nicht ganz? Und was haben Vakuumfluktuationen damit zu tun? Heute versuche ich, diese Fragen zu beantworten. Denn Radioaktivität ist heute unser Thema, aber erst nach dem Intro. Wenn du als armer Student mal Kohle brauchst, kannst du auf eBay oder Willhaben was Nutzloses verkaufen. Es ist aber halt so, dass um was Nutzloses verkaufen zu können, muss man zuerst was Nutzloses kaufen. Und genauso ist es bei dem radioaktiven Zerfall. Weißt du, damit etwas zerfallen könnte, muss man zuerst verstehen, wieso alle diese Bestandteile an erster Stelle zusammengebunden waren. Und die Antwort ist metastabile Zustände. Also die Quantenzustände, die quasi stabil sind eine Weile und dann plötzlich instabil. So wie du beim Veröffentlichen deiner YouTube-Videos schreibst du mir sofort in die Kommentare. Was Quantensysteme von klassischen Systemen unterscheidet, ist, dass sie auch diskrete Energiezustände haben können. So, es gibt einen Grundzustand und dann angeregte Energiezustände. Angeregte Zustände sind normalerweise metastabil. Das heißt, sie leben nur eine bestimmte Zeit und dann relaxieren sie runter zum Grundzustand. Alle Quantensysteme wollen sich, wenn das möglich ist, im Grundzustand befinden, damit sie ihre Energie minimieren können. Metastabile Zustände haben nichts an sich mit Kernphysik zu tun, sie sind in Quantenphysik überall. Im Laufe von chemischen Reaktionen gibt es Zwischenzustände, also irgendwelche molekulare Komplexe, die nur ein paar Millisekunden leben. Das sind metastabile Zustände. Den Zerfall von metastabilen Zuständen in Atomen beobachtest du selbst jeden Tag. Zum Beispiel entsteht die gelbe Farbe von Flamme durch die Quantenübergänge in Natriumatomen. Und zwar, wenn es heiß wird, also wenn die Temperatur hoch genug ist, wie in der Flamme, stoßen die Atome ständig miteinander, wodurch die Elektronen auf höheren Energiezustände angeregt werden. Und diese Zustände, wie 3P-Zustand im Natrium, sind metastabil. Also sie leben ein bisschen und dann relaxieren sie wieder runter auf den Grundzustand 3S, wobei Licht mit gelber Farbe ausgestrahlt wird. Das ist noch keine Kernphysik, das ist Atomphysik. Ich erkläre das Ganze, also das gesamte Prinzip, zuerst mit Atomen, also mit Elektronenhüllen, mit Elektronenübergängen, da sich Atome viel einfacher verstehen lassen im Vergleich zu Atomkernen. Aber schon hier in Atomphysik stoßen wir auf was sehr Besonderes. Laut der Legende, das war die Frage, die Feynman, als er Student war, von seinem ziemlich klugen Vater bekommen hat. Sein Vater wollte Folgendes wissen. Schau, es gibt hier zwei Zustände eines Atoms. Wir haben es nicht so explizit ausgesprochen, aber in den beiden Zuständen gibt es auch den Atomkern, viele andere Elektronen und der einzige Unterschied zwischen hier und hier ist, dass das letzte Elektron des Atoms auf dem 3s-Orbital oder auf dem 3p-Orbital sitzt. Die Teilchenanzahl wird also erhalten. Und jetzt relaxiert das Atom auf den Grundzustand. Also das Elektron springt vom 3p-Orbital aufs 3s-Orbital und strahlt ein Photon aus, also Licht. Und die Frage, die Feynman damals von seinem Vater bekommen hat, war, wie ist das möglich? Um ein Photon ausstrahlen zu können, muss man nicht das Photon schon irgendwo hier versteckt haben. Also gibt es hier im angeregten Zustand auch ein Photon, das man ausstrahlt? Feynman hat Nein gesagt. Nein, das ist ein angeregter Zustand von einem Atom ohne Photon
und dann gibt es Grundzustand ohne Photon und das Photon entsteht aus, wir wissen das noch nicht, hat Feynman gesagt. Und im Nachhinein ist es wohl möglich, dass die Frage seines Vaters hat damals Richard Feynman dazu bewegt, die Quantenelektrodynamik zu entwickeln, wofür er später einen Nobelpreis bekommen hat, gemeinsam mit Schwinger und Tomonaga. Und in der Tat ist das eine sehr komplizierte Frage. Warum relaxieren angeregte Quantenzustände überhaupt? Warum leben sie nicht ewig? Und diese Frage geht über die Grenzen der Quantenmechanik hinaus. Laut Quantenmechanik, also wenn man Schrödingers Gleichung löst, sind alle angeregten Zustände eines isolierten Quantensystems gleich. Sie leben ewig und relaxieren nie runter zum Grundzustand. Es stellt sich aber heraus, dass kein Quantensystem wirklich isoliert sein kann. Sogar wenn wir ein einzelnes Atom im Vakuum nehmen, also keine Kollisionen, nichts, nur Vakuum, wird dieses Atom von einem angeregten Zustand auf den Grundzustand relaxieren. Warum? Weil es immer im Vakuum Fluktuationen gibt. Nein, Vakuumfluktuationen ist nicht das, was du in einem Clickbait-Video mal gesehen hast. Nein, kostenlose Energie aus Vakuum herauspumpen kann man auch nicht. Es triggert mich so sehr, Leute. Stichwort hier ist Heisenbergsche Unschärferelation. In der Quantenmechanik gibt es immer irgendeine Unschärfe. So misst man die Position eines Teilchens sehr genau, bekommt man eine Riesenunschärfe im Impuls. Und umgekehrt, misst man die Geschwindigkeit eines Teilchens sehr genau, dann kann man nicht mehr genau sagen, wo sich das Teilchen eigentlich befindet. Und genauso ist es beim Vakuum. Per Definition ist das Vakuum die absolute Null, die Abwesenheit von allem. Der Grundzustand des Universums. Laut der Quantenmechanik aber entspricht die Abwesenheit von etwas einer sehr scharfen Messung. Wenn man etwas als Null misst, also Null an Energie oder genau Null an Teilchenanzahl, wird das laut Unschärferelation bedeuten, dass etwas anderes gleichzeitig sehr groß werden muss. Also überhaupt alles kann nicht gleichzeitig Null sein oder gleichzeitig abwesend sein. Es gibt auch im Vakuumzustand eine gewisse Unschärfe. Im Vakuum passiert immer was. Teilchen entstehen und sterben. Es gibt Fluktuationen vom elektromagnetischen Feld, also quasi noch nicht geborene Photonen, die ständig entstehen und sterben, aber noch nicht wirklich geboren wurden. Und dank dieser noch nicht geborenen Photonen im Vakuum wird Ausstrahlung von Licht durch Atome möglich. Und deswegen auch die schöne Farbe von Flammen zum Beispiel. Das Photon, das hier ausgestrahlt wird, ist im angeregten Atomzustand nicht da. Es wird aus den Vakuumfluktuationen, aus diesen noch nicht geborenen Photonen angeregt. Vakuumfluktuationen kann man nicht direkt beobachten, aber das Ergebnis von Vakuumfluktuationen, die zum Beispiel Quantenübergänge in Atomen verursachen, die wiederum die schöne gelbe Farbe der Flamme geben, beobachtest du jeden Tag. Ist das nicht faszinierend, Oida? Denk darüber nach. Kernphysik ist viel komplizierter. Sie ist in bestimmten Sinne nicht nur die Mischung zwischen Atom- und Teilchenphysik, sondern auch zwischen Atomphysik und Chemie. Warum, erkläre ich dir bald. In Kernphysik gibt es auch Prozesse, die dem ähnlich sind, was ich dir gerade eben über die Farbe von Flamme erzählt habe. Und sie sind auch für die Farbe von Flamme verantwortlich. Das ist aber die Höllenflamme in einer Kernwaffenexplosion zum Beispiel. Gamma-Radioaktivität, also die Erzeugung von Gammastrahlung, ist ein sehr ähnlicher Prozess. Genau wie Atome haben Atomkerne verschiedene Energiezustände. Und wenn ein Atomkern von einem angeregten Zustand auf den Grundzustand relaxiert, kann auch Licht ausgestrahlt werden. Die Photonen. Diese Photonen tragen sehr hohe Energien, also viel höher als sichtbares Licht, auch höher als Röntgenstrahlung und man nennt sie Gammastrahlung. Aber der gesamte Mechanismus, also die Physik, die dafür verantwortlich ist, ist dem ähnlich, was in Atomen passiert. Ihr habt mich mal gefragt, ob Kernzerfall rein zufällig ist oder es etwas gibt, was den Kernzerfall triggert. Man kann sehr schlampig sagen, dass die Vakuumfluktuationen sind genau das, was zum Beispiel den Gamma-Kernzerfall triggert oder auch die Relaxation von einem Atom mit Lichtausstrahlung hier. Die Vakuumfluktuationen sind aber rein zufällig und deswegen ist auch der Gamma-Zerfall
rein zufällig. Kernphysik ist aber viel komplizierter als Atomphysik und ähnelt im bestimmten Sinne sogar Chemie. Kernphysik ist halt Chemie mit starken Wechselwirkungen, kann man sagen. Und genau wie in Chemie größere Moleküle dissoziieren können, also in kleinere Bestandteile zerfallen können, können auch Atomkerne in kleinere Atomkerne zerfallen. Zum Beispiel werden im Laufe eines Kernzerfalls aus einem Urankern ein kleinerer Thoriumkern und ein Alpha-Teilchen. Das sind zwei Protonen und zwei Neutronen zusammengebunden. Und wie manchmal in Chemie erfolgt Kernzerfall dank der Tunnelierung durch eine Potentialbarriere. Mit dem kleinen winzigen Unterschied, dass diese Tunnelierung statt einer Millisekunde in Chemie manchmal in Kernphysik Milliarden Jahre dauert. So 4,5 Milliarden Jahre im Falle von Uran zum Beispiel. Hier muss ich dir unbedingt eine wunderbare Geschichte erzählen. Die Person, die diesen Prozess zum ersten Mal beschrieben hat, war Georgi Gamow oder George Gamow. Ein ursprünglich russischer und dann sowjetischer Physiker, dem es zu einem Zeitpunkt gelungen war, die Sowjetunion quasi illegal zu verlassen. Und dann ist er ein amerikanischer Physiker geworden. Okay, er wurde in Odessa geboren, heute die Ukraine, aber damals hieß das Land Russisches Königreich. Er hatte eine eigenartige Persönlichkeit. Von seinen Physikfreunden wurde Gamow als leidenschaftlicher Trinker und Raucher beschrieben und vielleicht auch deswegen ist er relativ früh mit 64 gestorben. Laut der Legende hat Gamow kurz vor seinem Tod gesagt: "Meine Leber hat mir die Rechnung geschickt." Gamow hatte mindestens drei Werke, die sich ungefähr auf dem Nobelpreisniveau befinden. Erstens hat er beschrieben, wie die Information in einem DNA-Molekül durch Aminosäure gespeichert sein kann. Das ist sogar keine Physik. Zweitens hatte er eine berühmte Arbeit zur Nukleosynthese im Urknall. Und drittens dieses Werk über Kernzerfall. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte. Dieses Paper hat er im Zeitschrift für Physik veröffentlicht, also es ist sogar auf Deutsch geschrieben. Und physikalisch gesehen, von Ideen her, war dieses Paper wunderbar, inspirierend, tadellos. Aus der mathematischen Perspektive ist dieses Paper aber relativ einfach. Also jedes gute Physikstudent konnte damals sowas berechnen. Gamow aber war sogar bekannt dafür, dass er sehr stolz auf seine mangelnde Mathekenntnisse war. Nicht im Sinne, dass er über die letzten Entwicklungen in algebraischer Topologie oder was auch immer man damals studierte, nicht gehört hat. Er konnte die einfachsten Integrale einfach nicht berechnen. Vielleicht hat er auch deswegen keinen Nobelpreis am Ende des Tages bekommen, weil er so entspannt und nicht fokussiert genug war. Obwohl anscheinend genial. Und am Ende seines Artikels schreibt er eine Danksagung. Zum Schluss möchte ich noch meinem Freund Kotschin meinen besten Dank aussprechen für die freundliche Besprechung der mathematischen Fragen. Nikolai Kotschin war eigentlich sowjetischer Mathematiker, der damals auch in Göttingen zu Besuch war. Später ist er in die Sowjetunion zurückgekehrt und sehr früh mit 43 eines natürlichen Todes gestorben an Krebs. Auf jeden Fall, damals hat solche Danksagung seitens Gamow Kotschin als Mathematiker sogar geschadet. Alle seine Mathematikfreunde, alle anderen Professoren in Göttingen und auch in der Sowjetunion haben diesen Artikel gelesen und Kotschin sofort gefragt: "Oida, womit genau hast du ihm geholfen? Mit diesen trivialen Integralen, die jeder Physik- oder Mathe-Student im ersten Jahr berechnen kann? Wirklich?" Also Kotschin wurde für diese ehrenvolle Erwähnung in der Community schikaniert. Und jetzt zur Hauptfrage dieses Videos. Warum gibt es noch so viele radioaktive Elemente? Warum sind sie noch nicht alle zerfallen? Und da ist auch noch nicht alles bekannt und es gibt sehr moderne Forschung. Erstens gibt es radioaktive Elemente, die eine extrem lange Zeit leben. Thorium-232 hat die Halbwertszeit zum Beispiel von ungefähr 14 Milliarden Jahren, also wie das Alter von Universum ungefähr. Uran-238 hat ungefähr die Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren und das ist ungefähr das Alter von unserer Erde. Deswegen gibt es noch ungefähr eine Hälfte davon in Erdkruste. Uran-235 hat eine Halbwertszeit von ungefähr 700 Millionen Jahren. Deswegen ist die meiste davon nicht mehr in der Erdkruste. Früher war alles besser, auch die Entwicklung von Atomwaffen wäre vor 700 Millionen Jahren
viel einfacher gewesen. Kernzerfall von solchen Elementen ist auch ein mächtiger Beweis dafür, dass unsere Erde so alt ist, wie sie ist, uns nicht 6000 Jahre oder so. Das ist in der Erdkruste. Im Universum werden schwere radioaktive Elemente ständig geschaffen. Es scheint so zu sein, dass die leichtesten von Atomen, also das ganze Wasserstoff und die meisten Heliumatome, durch U-Knall vor 14 Milliarden Jahren entstanden sind. Alle anderen Atomkerne und Atome, die schwerer als Helium sind, die mehr als 2 Protonen und 2 Neutronen haben, wurden durch verschiedene Kernreaktionen geschaffen. Du hast vielleicht von Kernfusion gehört. Das ist das, was zum Beispiel in der Sonne passiert. Wenn 2 Wasserstoffkerne zusammenkommen, das ist schwer Wasserstoff, aber wurscht, können sie in einen Heliumkern fusionieren. Also sie bilden einen Heliumkern, dabei wird auch Energie ausgestrahlt. Das versucht man auch im Labor zu kontrollieren. Es gibt Fortschritte. Darauf basiert die Wasserstoffbombe und so weiter. In massiven Sternen, also viel massiver als unsere Sonne, entstehen durch Kernfusion schwerere Elemente, bis Eisen. Aber alle anderen Elemente, quasi die Mehrheit von Elementen in der periodischen Tabelle, brauchen eine sehr hohe Dichte von Neutronen, damit die Kernfusion stattfinden könnte. Und solche sehr hohen Dichten von Neutronen, die zum Beispiel für Synthese von radioaktiven Elementen nötig sind, gibt es zum Beispiel im Laufe von Supernova-Explosionen. Man sagt sogar poetisch, wir sind die Trümmer von toten Sternen oder von explodierten Sternen. Da alle Elemente in unserem Körper, außer Wasserstoff und Helium, aus Supernova-Explosionen zu uns gekommen sind. Fast alle, stellte sich heraus. Das ist wirklich nicht mein Bereich der Physik und ich dachte auch mal, okay, ich schreibe als Antwort auf diesen Kommentar, die Elemente entstehen durch Supernova-Explosionen. Es gibt Kernfusionen. Es gibt aber andere Mechanismen außer Supernova-Explosionen, die für Entstehung von radioaktiven Elementen zuständig sein können. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel die Verschmelzung von 2 Neutronensternen. Eine Sternenkollision. Da gibt es sicher genug Neutronen, damit man auch schwere radioaktive Elemente schaffen kann. Aber so ein Prozess wurde erst 2019 experimentell beobachtet. Schau, das ist der Artikel. Sie haben mit Hilfe der Spektroskopie demonstriert, dass in einer Verschmelzung von 2 Neutronensternen, in einer Sternkollision, 5 Erdmassen Strontium geschaffen wurde. Und Strontium ist ein ziemlich schweres Element. Sowas lernt man nicht in der Schule, das ist wirklich moderne Wissenschaft und dort gibt es, ich bin mir sicher, viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, du hast was Neues gelernt. Jetzt geh bitte raus und genieß die Kernfusion-Energie, die zu uns aus der Sonne kommt. Und wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal.